Ja, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um Fristverlängerung. Ich zeige dir, wie man einen Brief schreibt für eine Fristverlängerung. Zuallererst solltest du System haben, entweder Word oder OpenOffice, und dann solltest du eine Vorlage haben. Ich habe schon meistens so eine Vorlage für Fristverlängerung mir angefertigt. Da habe ich das zum Beispiel für meinen Bruder was gemacht. In dem Fall mache ich es jetzt für mich und ändere nur das Datum. Ist ein bisschen spät, ich weiß nicht, ob die das mitmachen, weil wie gesagt, ich habe nach einem Anwalt gesucht, dann habe ich einen Anwalt gefunden, dann ging mein Rechner nicht, ich konnte die Daten nicht zu schicken und. Das war natürlich alles scheiße. Also, die beste Art, eine Fristverlängerung zu beantragen, ist mit viel Respekt. Und viel Respekt. Denn normalerweise sagt das Gericht, du hattest genug Zeit, fick dich ins Knie, Motherfucker Kind. Okay? Die sind halt knallhart. Wir sind auch viele Leute, die sehr diszipliniert sind. Und ich hatte das Pech, mein Rechner ging aber nicht. Ich hatte Grippe, ich war krank, ich konnte vieles nicht machen. Und ja, das muss ich nur reinschreiben. Und hoffen, dass der Termin verschoben wird, weil sonst macht es keinen Sinn. Also, ja. So, also, sehr geehrtes Gericht, und da ist auch wichtig, dass ihr das Aktenzeichen auch richtig reinschreibt. In dem Fall ist es 6O. Wie ist es eigentlich mit dem Gegner? Wenn der Gegner merkt, dass da was verschoben wird, der Gegner kann Nein sagen, gerade bei einer Bank. Wie die CV, Gesellschaft für Kapitalvermögensverwaltung, die sind da nicht lustig. Aber ihr habt eine Klausel. Und ich schreibe euch eine Klausel mit rein, wie ihr das zu machen habt. Okay. Also. Begründung, ne? Gebet, ne? Begründung. Durch Grippe und Schmerz durch Grippe und schwerwiegende Suche nach einem Anwalt. Gemäß Paragraph, ne? Also das ist ja, genau, Paragraph 78 CBO Absatz 1, ja, genau. So, durch Grippe und Geschwindigkeit suchen einem Anwalt gemäß Paragraph. Das lieben die Juristen, wenn die sowas lesen. Ach, ein Laie, ne? Wer hat mich wieder gerufen? Ja, Schnauze, Hitler. Aber ich habe doch ihre Stimme gehört. Ein Laie, ne? Ein Laie wird geliebt, auch vom Führer. So, aber gemäß CBO. Verfluchung, Absatz 1, CBO, so, durch Grippe und Schwenken suchen einen Anwalt gemäß Paragraph 78 CBO, bin ich fündig geworden, daher erbitte ich um eine Fristverlängerung. Verflucht, ich hasse sowas. Punkt. Fertig. Ihr könnt da noch weitere Punkte einführen, also das bringt aber nichts. Das Gericht ist sowieso schon sauer, weil das Gericht, das ist schon ein, morgen ist der Prozess und da müssen wir hoffen. Ja, Punkt 2 ist Prozesskostenhilfe, genau. Da könnt ihr Punkt 2 machen, ihr könnt ja mehrere Punkte, aber ist Quatsch. Hauen wir einfach alle raus. Und zusätzlich könnt ihr da, naja, gut, das ist,
könnt Punkt 2 noch reinschreiben, das Beste aber nicht. Ihr könnt Punkt 2, weil ihr habt das schon hier oben reingeschrieben, ne, und so. Ne. Und entweder habt ihr Glück und die sagen ja, oder die sagen, fick dich ins Knie. Also das ist einfach so, wie es ist. Ne. Weil viele denken, ja, ich schreibe einen großen Text und mach dies und ich erkläre mich und bla bla bla. Bitte macht so einen Scheiß nicht, macht das kurz und bündig, die lesen das nicht, die haben keine Zeit für so einen Quatsch. Die Juristen sind immer hardcore, auch wenn sie es jetzt hier dementieren würden. Ich kenne Juristen schon seit Millionen von Jahren, die sind immer hardcore, die haben die Schnauze voll von Langtexten. Die sagen, okay, das ist passiert, du hast Grippe, du hast krank, wir verstehen es oder wir verstehen es nicht. Wir machen eine Verlängerung, wenn nicht, fick dich ins Knie und dann seid ihr gefickt. Dann macht ihr natürlich bei dem Prozess, wenn der Prozess dann nicht gelingt, wenn morgen der Termin jetzt nicht verschoben wird, bei mir zum Beispiel oder bei euch, wenn ihr so einen Prozess habt, der jetzt so knapp ist und also knapp gelaufen ist, dann müsst ihr halt Widerspruch machen, also Revision gegen den. Ne? Und das wird dann generell ins Revisionsverfahren gehen und da haben die auch keinen Bock. Weil die keinen Bock haben auf diesen Scheiß. Ich kenne Juristen, die haben sehr viel Arbeit, die haben sehr viel zu tun. Sind die froh, wenn sie es dann verlängern. Auch wenn der Gegner sagt, hey du Motherfucker-Kind, wir würden gerne so denken die wirklich. Und ich mit meiner Gabe, Gedanken zu lesen, ist fürchterlich. Ja. Und das denken die wirklich. Also es ist gut, wenn sie es dementieren, dann bestätigen sie das noch. Also, einfach nur drucken, faxen und gut ist. Wenn ihr keinen Fax habt, dann müsst ihr es per Post so schicken. Fax ist natürlich gut, weil es gültig noch für natürliche Personen. Wurde noch nicht abgeschafft. Wenn du Rechtsanwalt bist oder Jurist, dann kannst du knicken. Da brauchst du ein Anwaltspostfach bzw. eine DE-Mail. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen nur das da. So. Ja. So. Dann einfach unterschreiben und ins Fax rein und faxen. Ja. Leider ist das so in dieser Welt, dass es kein Verständnis gibt für Krankheiten. Wir müssen alle unverwundbar sein. Alle unsterblich. Alle göttlich. Oh! Und jetzt ist mir was aufgefallen, da werden die auch sauer. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, das ist das Landgericht Nürnberg. Oh, da müsst ihr natürlich Landgericht Nürnberg reinbauen, weil wenn die das lesen, Amtsgericht, dann sind die sowas von angepisst, weil die sagen, das Arschlochkind, wenn er schon von uns eine Verschiebung kriegt, dann kann er ja wohl sich die Zeit nehmen, die Adresse richtig zu schreiben, der Wichser. Weil wir haben mit denen nichts zu tun, mit diesen Hurensöhnen von anderen Leuten, ne? Also ich formuliere das jetzt überspitzt und so, aber ihre Gedanken sind schon, ey, wir haben mit denen nichts zu tun, ey. Wir sind nicht das Amtsgericht, wir sind das Nürnberger, wir sind etwas höher. Das war starker, das sind wir auch noch, ne? So ungefähr. Aber wenn sie sich hier alles dementieren, was ich sage. Und hoffentlich dementieren sie es, weil dann geben sie mir recht damit. Also so oder so gewinne ich. Oh, das ist mein Nachbar. So, Abteilung für Zivilsachen müsst ihr nicht schreiben. Ihr macht einfach nur bla 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 und Förderstraße. Ja, die Förderstraße. Solltet ihr, also ihr solltet auf jeden Fall die Förderstraße noch mit reinschreiben, also wo das ist. Das sollte auch korrekt sein, korrekte Schreibweise, sonst sind die richtig angepisst. Ich sag halt nur, wie es ist. Oh nee, die sind doch ganz nett, das würden die niemals tun. Die würden mich immer knuddeln und Babykind sagen. Nee, nee. Ich habe mit einem Richter telefoniert und der Richter sagt, wenn sie das nicht machen, gibt's Kopfschuss. Und ich so, okay. Ja. Oh Scheiße. Scheiße! Jetzt ist der Scheißstift ausgelaufen, sehe ich gerade. Ja, wenn sowas passiert, ist auch Scheiße. Na, jetzt ist ja. Jetzt ist da hier. Ach, fuck. Gott sei Dank habe ich das gesehen. Stift ist ausgelaufen, aber Gott sei Dank, die Akte ist nicht ganz beschädigt. Na, mein Finger, seht ihr? Scheiße. Ah, ich muss immer aufpassen. Oh, das ist doof, ja. Oh, wei, wei. Shit. Hätte ich doch den anderen Stift genommen.
Der war jetzt aber da. Der läuft normalerweise nie aus. Und das ist so ein Füller mit Tinten, so ein Kugelschreibfüller. Aber irgendwie läuft er aus. Ja. Scheiß drauf. Wo waren wir? Genau, die Postleitzahl, die ist ganz wichtig. Und jetzt müssen wir es nochmal ausdrucken, ja genau. Also wie gesagt, das ist super, super, super wichtig, dass ihr da auch alles korrekt macht, weil sonst sind die echt angepisst. Ich muss es wissen, mir ist das passiert, deswegen irritiere ich das. Ich habe dann angerufen und es war eine ganz, 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 ganz nette Dame. Da habe ich mit ihr gesprochen, sind die Unterlagen angekommen. Ich sage jetzt einen Musternamen, ne? Frau Mustermann, ne? Wo er den echten Namen nicht nennen. Da bin ich mittlerweile ziemlich fair geworden. Wenn es um unfreundliche Leute geht. Ja, und die Frau Mustermann sagte, ja, Herr Raczynski, ja, Sie sind angekommen, die Unterlagen. Aber beim nächsten Mal bitte machen Sie auch die korrekte Anschrift. So viel Zeit muss ja sein. Und ich so, war die Anschrift verkehrt? Sie haben Amtsgericht geschrieben. Wir sind nicht das Amtsgericht. Wir sind das Landgericht. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. Und ich so, okay, aber ich meine, das ist doch jetzt nicht so schlimm, oder? Ich spiele mein Ding, ne? So, ich bin so eine Schüchterne. Und die Frau so, doch, das ist sehr wohl schlimm, weil ich extra für sie die Adresse ändern musste. Extra für mich. Okay. Das muss alles korrekt sein. Da darf ja kein Fehler sein. Und da war ein Fehler. Die gesamte Adresse von uns war falsch. Das Aktenzeichen war richtig und alles andere auch, was sie geschrieben haben. Aber unsere Adresse! Ja, also ihr seht schon, deswegen immer korrekt machen. Ja, und dann habe ich das natürlich auch in Zukunft noch so gemacht. Und war ein Kumpel, der mit mir verbunden ist, also ein Kumpel, ich habe das damals aufgezeichnet und mein Kumpel hat das angehört, das Gespräch, und er hat, ja, und was hast du danach gesagt? Und ich so, ich höre es dir an, und er so, hört sich an und so, hey, die hat dich ja richtig beschimpft und du bist freundlich geblieben. Und das Gespräch wurde aufgezeichnet, so ein spezieller Apparat. Bitte, ich fax jetzt mal schnell was. Das Gespräch wurde aufgezeichnet und dieser Apparat ist so, dieses Programm ist so speziell, das zeichnet wirklich alles auf. Also solange ich Aufzeichnungen habe, zeichnet das auf meinen Bildschirm alles, wirklich alles. Auch, weil also nicht auflege, nach dem Auflegen. Und nach dem Auflegen hat er gesagt, ja, bestimmt sagt er jetzt so, ah, du Bitch und so, irgendwas Beleidigendes, ne? Man kennt ja den Andi, politisch unkorrekt. Und dann habe ich aufgelegt gehabt und dann sagt er, ja, Andi, du bist aber korrekt. Nach dem Auflegen hast du gesagt, coole Frau, Ordnung muss sein. Ja, und dann war ich auch nicht sauer und so, ne? Weil... ich verstehe es ja, die haben sau viel zu tun. Ich durfte mal Praktikum machen bei der Post, und Post sind ja auch Beamte, und da eine war Jurist sogar, ne? Ausgebildeter Jurist, und dann hat er die juristischen Sachen gemacht. Und dann dachte ich mir, Alter, was der alles für machen, für einen Scheiß machen muss. Also sehr viel Arbeit und so. Ja gut, lange Rede, kurz Sinn, ihr seht ja immer so Storytelling immer mit dabei. Ich zeige euch Videos, mache aber ein bisschen Storytelling auch, ne? Damit es ein bisschen auch nicht so langweilig ist, und zeige euch auch immer gewisse Sachen, damit ihr auch ein bisschen was dazulernt. Na, hier habt ihr diesen Paragraphen, Zivilprozess, ne?
Ja, viele fragen sich, warum heißt es CPU und am Ende ist doch ein G. Ganz einfach, Zivil, Z, P, Prozess, ne? Prozess und O für Ordnung. Ja? Und dann heißt es, wenn man es abkürzt, CPU. Ja? Zivil, Prozess, Ordnung, also CPU. So, und deswegen heißt es CPU. Jo Leute, das war's auch schon. Vergesst nicht, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.